Der Release von Beyond Two Souls rückt immer näher. Am 8. Oktober ist es soweit. Und Sony hat jetzt brandneues Gameplay-Material veröffentlicht. Das habe ich mir schon vor ein paar Wochen beim Studiobesuch bei Quantic Dream in Paris anschauen können und ich erzähle euch gerne was dazu. Wir sehen hier Jodie Holmes, den Hauptcharakter, gespielt von Ellen Page, und sie ist in der Phase im Spiel, wo sie wirklich ziemlich am Ende ist. Sie ist auf der Flucht, sie hat kein Geld, sie hat nichts zu essen und sie ist völlig hilflos. Turn back. They're all around me. Good God, Jodie, what's happening? I'm tired. I'm so tired. I don't think I'm gonna make it. Jodie, where you are? I'll come right now, Jodie. Jodie! Das war die Stimme von Willem Dafoe, der den Wissenschaftler Nathan Dawkins spielt. Und Dawkins ist so was wie ein väterlicher Freund für Jodie Holmes und möchte ihr helfen, aber sie möchte momentan keine Hilfe annehmen. Ja, das ist jetzt Aiden, das ist also der Geist, der Jodie die ganze Zeit begleitet. Und Jodie ist jetzt, wie gesagt, völlig am Ende. Und Aiden möchte er helfen und er macht jetzt diesen Stadtstreicher auf die am Boden liegende Jodie aufmerksam. Hi, who's there? I'm losing my mind. So, er hat es jetzt mitgenommen und ihr merkt schon, es ist ein sehr emotionales Spiel, Beyond Two Souls. Es geht einfach viel um Gefühle und Jodie wird jetzt eben hier von den Stadtstreichern, die auch selber ganz, ganz wenig haben, die helfen ihr jetzt. Man kann sich jetzt hier ein bisschen umschauen, ob man was Nützliches findet, und man kann auch mit den anderen Charakteren reden. Aber Jodie ist anscheinend so verzweifelt, dass er auch über eine ganz schlimme Konsequenz nachdenkt. Doch Aiden, ihr Geistfreund, der lässt sie nicht so einfach sterben. For weeks, for what? I have no home, no money, no food. My life is a fucking disaster. Man hat in Beyond Two Souls deutlich mehr spielerische Freiheit als noch in Heavy Rain. Man trifft mehr Entscheidungen und kann den Spielverlauf mehr beeinflussen. Man hätte natürlich dieses eindeutige Angebot dieses Herrn auch annehmen können, aber wir entscheiden uns dagegen. Jetzt sind wir in einer anderen Situation. Wir sind in einem Hinterhalt geraten mit Schlägern und jetzt sieht man schön, wie das Kampfsystem von Beyond Two Souls funktioniert. Quicktime-Events gibt es nicht mehr, sondern man steuert jetzt mit dem rechten Stick selber, was man tun möchte. Es wird immer hier die Bullet Time eingeblendet und dann ist das Signal für den Spieler, okay, jetzt kann ich eine Aktion ausführen. Gleichzeitig sieht es halt
sehr cineastisch aus. Also wie gesagt, das ist nicht geskriptet hier, sondern man beeinflusst selber, was man tut, sodass der Ablauf bei jedem neuen Versuch auch anders sein kann. So, jetzt springen wir ein bisschen. Das ist eine der Stadtstreicherinnen und die ist hochschwanger und gleich ist sie nicht mehr schwanger. Wir müssen ihr jetzt, ja, was soll ich groß zu sagen, dabei helfen, das Kind auf die Welt zu bringen. Oh, breathe, okay? Breathe, Tuesday, just keep breathing in and out, in and out. I'm fucking breathing! Oh. Come on, push! Push! You're nearly there, okay? I can see it! I can see the head! I can see the head! Just push! Push! So, das ist jetzt die Situation kurz nach der Geburt. Jody erwacht und stellt fest, oh Gott, hier brennt alles. Und natürlich ist der erste Gedanke, oh je, ich muss die Mutter und das Kind jetzt retten vor den Flammen. Also ihr seht, grafisch wird einiges geboten. Beyond gehört auf jeden Fall zu den schönsten Konsolenspielen überhaupt. Und es ist kaum zu glauben, dass es nur auf der PS3 erscheint. Stellenweise sieht es wirklich aus wie ein Next-Gen-Spiel, gerade was die Figuren anbelangt und die Mimik. Jetzt übernimmt man eben wieder die Steuerung von Aiden und hilft jetzt dem Herrn hier. Ne, man springt, genau, man übernimmt sogar seine Kontrolle hier. Das geht nämlich auch mit Aiden. Und kann dann selber in Form des Herrn über diesen Abgrund springen und ihn retten. Also ich freue mich sehr auf Beyond. Es ist wirklich was anderes. Es ist sehr atmosphärisch, emotional. Aber das Gameplay ist deutlich vielfältiger als bei Heavy Rain. Und ich denke, das ist eine richtig schöne Mischung. Und ich kann wirklich den 8. Oktober, bis es für die PS3 rauskommt, kaum mehr erwarten. Think, Jody, think!